Grüß Gott, zurück aus Finale. Wir sind wieder in Deutschland. Finalvideos habt ihr noch nicht viel gesehen. Wir werden auch erstmal noch andere kommen, bevor die Finalvideos kommen, weil es gibt noch eine Menge zu schneiden. Ja. Ja, aber ansonsten haben wir wieder ein Thema für euch. Wir haben wieder ein Thema. Das ist leicht. Eine leichte Feder haben wir hier. Eine leichte Feder. Wie ihr sehen könnt, ist die Öllinse nicht mehr da, der Push ist nicht mehr da. Pedale wurden geändert, die Schaltung wurde geändert, der Lenker wurde geändert, der Sattel wurde geändert. Ein neues Fahrrad steht hier. 1,7 Kilo. Ach, und die Reifen wurden auch geändert. Ach ja, endlich fährt er mal Specialized-Reifen. Ja, bin ich ja schon oft gefahren. Also. Ich muss dazu sagen, gleich um mich hier zu rechtfertigen, ich kann auf die Öhlings nichts kommen lassen, eine mega geile Gabel. Ich bin aber ein Monk. Ich habe Probleme gehabt mit dem Kolldämpfer. Immer wieder das Problem mit der Feder, nicht passend und bla, schwer, einfach viel zu schwer. Und ich kann, wenn ich hinten einen RockShox-Dämpfer fahre, muss ich vorne auch eine RockShox-Gabel fahren. So ist leider so. Ist leider so, ja. Zu den Conti-Reifen kann ich auch wirklich absolut nichts Schlechtes sagen. Wirklich richtig geiler Reifen. Ich wollte jetzt aber mal was Leichtlaufendes haben, weil die Conti sind im Vergleich zu dem, was Marcel fährt, der fährt ja schon ewig lange die Specialized-Reifen, sehr, sehr zäh und ich muss sagen, macht einen riesen Unterschied. Ne? Ob das jetzt auf dem Trail so geil ist, kann ich noch nicht so richtig beurteilen, weil wir sind noch nicht so wirklich gefahren, wird sich heute herausstellen. Ja. Ich es nicht bereue. Genau. Marcel, du hast auch was Neues. Ich habe nur eine Kleinigkeit neu. Hier. Ich fahre ja den Cascade Link mit 165 mm. Ich bin ja die ganze Zeit den Coil gefahren. Und der Coil war das Problem, dass er so, was war der? Linear war? Ne, stopp, so progressiv. Und da gab es keine richtige Feder für. Und dieser Cascade Link wurde eigentlich hergestellt für diesen Luftdämpfer. Deswegen teste ich es mal heute, ob das einen großen Unterschied macht oder nicht. Ansonsten habe ich nur da was Neues, die Schaltung. Da was Neues! Die SRAM. Ich bin ja SRAM-Boy, deswegen muss ich ihn natürlich haben. Jetzt war es im Angebot, jetzt haben wir zugeschlagen. Ja. Der Lameboy ist auch mal wieder gewechselt von seinem scheiß Shimano endlich mal wieder auf SRAM. Geliebter Shimano-Schaltung, muss ich irgendwie sagen. Aber jetzt ein gutes Angebot, müssen wir zuschlagen. Top. Genau. Ja. Und funktioniert top. Top, wirklich. Vorne einstellen ist ohne Schaltauge, genau. Montieren, die Kacke, anleeren vorne, hinten, das war's. Mehr muss man nicht machen. Die Kettenlegerlänge wird vorgegeben, ist nicht mehr im Rätsel, ist die Kette zu lang, zu kurz, gibst alles in eine App ein, SRAM, zack, fertig. Der ist jetzt komplett umgestiegen auf SRAM. SRAM, 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 nur Dings fehlt noch, die Bremse fehlt noch. Ja, da haben wir ja was gesehen im Finale. Haben wir gesehen, genau. Da wird demnächst vielleicht auch eine SRAM-Bremse kommen für uns. Die hat 4 Kotbremsbeläge in einem Sattel drin. Ja. Oh, das ist mega. Heißt du, Marcel? Wir dürfen es nicht sagen, oder? Dürfen wir sagen? Doch. Es ist die SRAM Maven. Wie weiß noch keiner? Keiner weiß es. Nur wir wissen das. Weil wir haben den Weltmeister im Haus gehabt. So, wir fahren jetzt los. Bis gleich. So, mein Lieber. Neues Bike. Neues Bike, neues Glück. Neues Glück. Wir müssen ein bisschen aufpassen, hat nämlich extrem gestürmt heute Nacht. Halt ein bisschen die Augen auf. Ich hab noch 3 Bar drauf hier, muss ich noch machen. Neue Reifen drauf, immer sofort Luftdruck, volle Pulle. Gefressen, ey.
Was? Scheiße, Alter. Viel zu hart, ey. Mein Problem immer. Hat er gekickt bei dir? Beim ersten Jahr. Ja? Ja. Tja, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch einfach ein Haltungsproblem. Hart? Ja. Ist kein Gummi drin? Was? Hast kein Gummi drin? Wo drin? An deinem Luftdämpfer? Ein Gummi? Achso, den Ding jetzt, nee, ist weg. Obwohl die eigentlich dran machen, habe ich vergessen. Ey. Ein Ast hat mich aber ausgehebelt gerade. Ja? Na, das ist so ein Ast wäre. Ach so. Also bei mir fühlt es sich sehr gut an. Ja. Ja. Aber ich mache den Schädel also fühlt sich sehr ausgewogen an. Also war jetzt eigentlich die erste richtige Ausfahrt und ging schon gut. Aber Dämpfer halt, guck mal. Und das trotz 330 PSI, ne? Ja, Junge, ich sag dir das, ey. Ich hab echt ein Problem. Ja, dann muss ich hier eine Luftkammer drauf machen. Die progressive. Und da war nix jetzt. Und ich hab den nach. Jetzt, wo du in 6 stehst, also bist du fast auf dem untersten Strich da jetzt. Nein, ich bin bei 30%. Guck doch. 30%. Genau 30. Ja. 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 Ich habe Druckstufen alle zu. Ich habe die Zugstufe komplett zu. Ja, das ist nicht so einfach als schwerer Fahrer. Gerade Hinterbau. Ich habe jetzt auf Luft gewechselt, weil der Putsch hat wirklich richtig gut funktioniert, also das vorab. Aber ich habe immer das Problem, dass ich ein Kicken auf dem Hinterrad habe. Übelst. Und wir haben keine Erklärung dafür, weil die Zugstufe ist stark genug. Also der Dämpfer ist auf jeden Fall beim Ausfedern stark genug gedämpft. Ne? Also daran liegt es nicht, eher schon fast zu langsam. Die Vermutung liegt wohl eher darauf, dass der durch die zu etwas weiche Feder zu viel einfedert an der Absprungkante und dann natürlich den kompletten Federweg freigibt und es dann halt zu diesem Impuls kommt dann. Ne? Also wenn ihr da Erfahrung habt, gerne in die Kommentare damit. Ja. Tune habe ich jetzt hier, das vom Stumpjumper Evo, also der Dämpfer ist konzipiert für Stumpjumper Evo bzw. abgestimmt. Das sollte so einigermaßen passen. Was man jetzt noch bei dem Rockshox machen kann, ist die Luftkammer tauschen auf eine progressive und ich kann den natürlich noch zuspacern. Aber falls ihr noch irgendwelche anderen Ideen habt, gerne her damit. Und du, Marcel? Kein Kommentar. Er ist noch nicht zufrieden. So, mein Freund. Steuersatz gerichtet. Befestigt. Ich bin bereit. Fahr du vor, bereit, weil wenn du es bist. Ich hab Camp, guck, da liegt viel Scheiße. Hier ist nichts, hier ist schon ein Loch verrückt. Was? Knüppelhart? Ja. Was? Mein Dämpfer nicht. Fühlt sich gut an. Mir ist eher das Problem, dass er zu viel Federweg freigibt.
Dann muss gleich rechts. Hier. Das sieht ja wie ein Hardtail hier. Weißt du mal, wo ich vollgefahren bin? Marcel könnte in der Standardkonfiguration Levo nicht fahren. Wo bin ich denn? Standardkonfiguration. Nee. Ich weiß noch, wie unzufrieden du warst am Anfang mit deinem Levo. Ja, jetzt fährt er wieder 50% Sek und sagt, ist geil. Jo. Boah, ist denn nicht passiert, Alter? Hey. Ja, ich sag doch, Junge. Ja, der ist ja zugange. Ach, hier. Hat extra gemacht, die Säcke. Der ist hier zugange. Hat er abgeschnitten hier. Junge, es tut mir auch immer leid für die Twellbauer. Ja. Alles kaputt wieder, ey. Die Jungs sind so fleißig hier. Es fühlt sich, wenn sie sich, sagen wir mal so, wenn sie arbeiten würden, es fühlt sich nach Arbeit an, wäre ja alles okay. Aber es fühlt sich immer so an, als ob die das extra machen, also die Sachen zulegen. Warum legen sie genau hier, wo die Leine ist, weißt du? Ja. Da ist Platz. Ja, kannst die alte Leine fahren, glaube ich noch. Guck mal hier. Ja. Kommt hier runter. Das war nicht der Schwind, glaube ich. Leute, wir sehen uns auf dem nächsten Trail. Bis gleich. Mach mal aus und spart. Ja, Leute, nicht viel Scheiße auf den Trails. Kommt gleich Marcells Gedenkstätte. Schon ein paar Mal ist ihm da der Trail ausgegangen. Wo sind die ganzen Sprünge hin? Hier. Hä? Ist Svennys Gedenkstätte? Ja. Oh, ist aber auch scheiße die Stelle. Der Reifen ist krass. Aber also, wie gesagt. Seckenalarm! Oh, Leute, hier ist so steil. Steil und wurzelig, ne? Ja. Was gelegen. Ja? Ja, hier oben ins Trudeln gekommen. Kommst du nicht mehr zum Stehen, ne? Lemboy, und? Bleibst du jetzt bei Luft oder was? Ah, weiß ich noch nicht. Dieses Wochenende auf jeden Fall. So, ready? Ich bin immer ready. Ich weiß nicht, Ralle. Nee, du fährst vor, ich hab Kamera, Junge. Fahren wir links oder rechts? Wir jetzt. Fahren jetzt erstmal links. Okay.
Das ist das geilste Stück hier, ey. Ja. Oder? Ja. Und das jetzt hier auch. I love it. I love it. Da ist gute Erde geflogen bei dir. Jetzt haben wir Marcel gesprochen, die Freude kommt langsam. Was ist denn anders? Ich habe ein bisschen Luftdruck weniger drauf gemacht, ein bisschen PSI weniger. Jetzt, was soll ich sagen? Ich habe viel mehr Gefühl zum Hinterrad jetzt, zum Hinterbau. Ich spüre ihn quasi. Habe ich vorher mit dem Coil nicht, weil der war doch nicht da, der Hinterbau. Ja. Jetzt habe ich den Coil. Ist mehr Pop, ne? Ja. Kannst ein bisschen mehr spielen mit dem Trail, finde ich. Ja, stimmt. Ein bisschen, ja. Bei mir ist auch super soweit. Das Einzige, was ich jetzt aktuell habe, das Vorderrad fühlt sich irgendwie, ist noch nicht so meins. Ich werde jetzt gleich mal einen Spacer niedriger setzen, weil ich fahre jetzt auch einen Lenker mit mehr Rise, da muss ich mich auch dran gewöhnen. Ja, geht schon gut, aber irgendwie fehlt noch das Gefühl zum Vorderrad, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber dafür sind wir ja heute auch unterwegs, um dann halt diese Feinheiten auch rauszufinden. Also, wisst ihr Bescheid. Bis gleich auf den Trails. Mal ein bisschen am Lenker gedreht. Boah, bleibt direkt mit dem Lenker hängen, ey. Der lachte der Lars, ist ihm doch auch passiert hier. Fahr direkt rein. Oh, jetzt ist mir ein Tropfen genau auf die Brille getropft. Boah, ist gut was runtergekommen hier heute Nacht. Boah, ey, über so kleine lose Holzstücke. Ja, das könnte was gebracht haben, Marcel. Den irgendwie cooler in Erinnerung. Hallo, Dankeschön. Ja, für den Lehmbau reicht es auf jeden Fall. Lass doch mal rollen, du! Komm! Reiß mal die Zähne zusammen. Vorderrad was weg. Hab ich richtig gesehen. Ich bin voll eingeklappt. Ja. War schon gut, kann ich nur sagen. Hä? Über diese losen Stöcker, weißt du? Kein Flow auf. Ja, das kommt auch noch dazu. Marcells Gedenkstätte hier. Guck mal, da macht er wieder ganz langsam. Das ist dann im Kopf drin, ne? Thank you.
knappes Finale hier. Motor aus. Oh, das macht mich wahnsinnig. Jo. Da hab ich beim Lachen Vieh eingeatmet. Ja, das war nicht ins Auge gekriegt, aber das du eingeatmet. Der Baum war nah. Ja, ja. Der war schon dran am Baum. Ja? Aber oben ist auch schnell, ne? Vor dem Drop, Alter. Ah, dieser Klotz hier, ne? Da lag ich letztes Mal. Bäume, die kommen uns immer so nahe. Ja. Den Boy! Also ich muss sagen, hier jetzt die Gabel hat einen geilen Gegendruck. Ja, richtig. Da hast du richtig gemerkt. Aber ist sie schüttelt mich ganz schön durch, Alter. Boah. Ein bisschen. Deswegen fahre ich 150 km. Da habe ich nämlich noch Reserven, um Flüscher zu fahren. Hinten geht's mir doch gar nicht. Hallo? Ich habe gerade Probleme mit meiner Gabel. Oh, Scheißgabel. Nichts geht über Ölins. Ja, ganz ehrlich. Die Ölins ist schon ein feines Teil, ey. Und die funktioniert immer. Ist immer Plüsch. Ohne Fummeln, Alter. Mhm. Ja, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht hier zu wenig Säck habe. Ja, weil das Sagometer haben sie ja weggenommen. Ja, hat Koppel drin? Ne, ein. Okay. Serie. Ich muss mal gucken. Kommt. So, weiter geht's. So. Ready? Ja. Und wieder ein Tropfen auf die Brille, ey. Flipp aus, ey. Mann, ey. Das ist genau im Sichtfeld. Hä? Ja.
Ja. Kaputt, ey. Wahnsinn. Kaputt, der Trail ist. Weiter auch noch hinterher. Und wieder ein Tropfen auf die Brille, ey. Kriegt einen Anfall. Oh, Alter, das war's gegen unten gegen geknallt, Junge. Eine Platte. Boah, gegen den Rahmen, ey. Voll. Motor's aus. Motor's aus. Ja. Du musst das wegbringen. Ja, Junge, ich bin Motor's hat WhatsApp zu. Der Dämpfer ist echt geil, Alter, ohne Scheiß. Ja, Junge, endlich ist dieses Bollern weg. Dieses, das, gut. Ja, gleich. Hallo? Nur jetzt hängen wir da gleich wieder fest. Zicken! Zicken! Was kann ich Christian verkaufen? Nichts verstanden. Den Dämpfer? Die hat er doch schon. Boah, das Springen ist so geil, Alter. Ich habe endlich kein Kicken mehr, Alter. So, wir sind durch. Der Akku zeigt 5%. Oh, schwache Leistung. Genau gepasst, hat genau gepasst. So. Ja, Freitag, Nachmittag, 1500 Höhenmeter haben wir gemacht. Schöne Runde gewesen. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja, kurzes Feedback zum Fahrwerksumbau. Also Dämpfer bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Also die Bedenken, die ich zu Anfang hatte, weil ich ja relativ viel Federweg genutzt habe. Ich habe nicht mehr genutzt, trotz Drops und Sprünge und allem. Springen fühlt sich richtig gut an im Vergleich zum Coil, für mich auf jeden Fall. Gabel,
ja, fällt mir gerade schwer, da ein Feedback zu geben, so wirklich, weil die Öhlins ist schon geiler, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber sie passt halt nicht zum Ruckschucksdämpfer. Ich denke mal, dass ich da noch ein bisschen mit Luftdruck, Torque, Volumenspacer und Druckstufen und Zugstufen ein bisschen rumspielen muss. Werde ich auch mit zufrieden sein, aber jetzt im Moment ganz klar Öhlins Nummer 1. Und du zum Dämpfer? Okay. Ich sage einfach nur okay. Ich muss noch ein bisschen mit Luft vielleicht spielen, aber er ist noch okay. Und außerdem ist es der billigste Fox Float X Dämpfer, ne? Also im Juli kriege ich meinen Öhlins TTX2 Dämpfer, Luft. Da bin ich gespannt drauf. Ja. Passend zur Gabel. Genau, passend zur Gabel. So, das war's. Wir sind weg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.